On Wednesday, 14 Americans were killed as they came together to celebrate the holidays. Barack Obama hat gestern eine Rede zum Terrorismus gehalten und er hat sich dafür einen relativ intimen Rahmen gesucht, nämlich das Oval Office, sein Amtszimmer, womit er auch die Bedeutung, die er dem Thema beimisst, unterstreichen wollte. Nach Reden von US-Präsidenten fragt man sich häufig, was davon bleibt, was sie verändern können. Diese Rede, so viel steht fest, wird relativ wenig verändern. Es wird auch nicht viel bleiben, außer vielleicht dem Gefühl, dass Obama doch immer stärker entkoppelt wirkt von der amerikanischen Gesellschaft, sie nicht mehr erreicht mit seinen Worten. Und das hat viele Gründe. Einer davon ist seine Sprache, die er in dieser sensiblen Situation verwendet. We should not be drawn once more into a long and costly ground war in Iraq or Syria. That's what groups like ISIL want. Das sind keine falschen Sätze, sie klingen auch gut, aber die Frage ist, ob sie so ankommen, wie der US-Präsident sich das in der jetzigen Situation vorstellt. Es ist ein bisschen tragisch, aber Barack Obama wirkt gerade wie jemand, der gewissermaßen seinen größten Hit nochmal spielt, aber das Publikum kommt einfach nicht mehr zu den Konzerten. Viele Amerikaner wünschen sich jetzt gerade keinen Präsidenten, der ihnen eine wohlklingende Predigt aus dem Oval Office hält. Sie wollen einen Präsidenten, der sich kämpferisch zeigt, der eine klare Antiterrorstrategie hat und sich für die Interessen der Amerikaner einsetzt und dies auch rhetorisch zum Ausdruck bringt. Hier enttäuscht er das amerikanische Publikum in großen Teilen und er unterschätzt das Bedürfnis, das viele Amerikaner in dieser sensiblen Situation haben, vielleicht zum ersten Mal in seiner Amtszeit. Barack Obama steht jetzt vor den letzten 12 Monaten seiner Amtszeit und es spricht doch einiges dafür, dass es sehr unangenehme, vielleicht sogar hässliche Monate werden im Weißen Haus für ihn. Denn es ist thematisch nicht mehr so viel übrig, mit dem er punkten kann im kommenden Jahr. Vieles ist abgeräumt, große Themen hat er erledigt. Stattdessen stehen jetzt sehr sensible Diskussionen im Vordergrund, wie zum Beispiel der Antiterrorkampf, der durch die Anschläge von San Bernardino ganz nach vorne gespült wurde. Es wird zudem um ein auch für ihn persönlich sehr sensibles Thema noch gehen, nämlich Guantanamo. Das war eins seiner zentralen Wahlversprechen, dieses Gefangenenlager zu schließen. Er hat es immer noch nicht gemacht. Er steht jetzt vor der Entscheidung, entweder einen exekutiven Alleingang zu machen gegen den Willen des Kongresses und gegen weite Teile der amerikanischen Bevölkerung oder aber sein zentrales Wahlkampfversprechen in der Schublade verschwinden zu lassen. Man kann jetzt schon sagen, dass es Präsidenten gab, die einfachere letzte 12 Monate im Amt hatten.